So, Hallöchen, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Schibi mit Harveys neue Augen. Und ja, gucken wir erstmal, wo wir das letzte Mal waren. Laden. Ah ja, genau. Wir haben ja hier die Birgit voll in Stress gebracht. Die muss jetzt ein vernünftiges Tiermotiv sticken. Ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben das letzte Mal. Gucken wir uns aber einfach mal um. Mal gucken, was er so sagt. Kapu. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Alles klar, gut. Dem können wir also nichts erzählen. Wir können ja mal. Hier gibt es ja einen Raum, wo wir noch gar nicht waren. In die Kapelle gehen. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Ja, wo ist er wohl? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Was macht denn der für Nachforschungen? Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Warte, warte, warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ja, das mit dem Resonanzecho war bestimmt nur die dicke Oberin, die da oben einen in den Stuhl geknattert hat. Gut, wo ist Garrett? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Ja, Dark Child, da hast du recht. Der erzählt echt Müll, der Typ. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Also es läuft alles darauf hinaus, dass wir ihm Werkzeug bringen müssen. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ja, nee, eher nicht. Wir haben aber noch was hier im Inventar, ne? Guck mal, ein Presslufthammer.
glaube, das wäre das geeignete Werkzeug für ihn, oder? Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Naja, einen kennen wir ja. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's? Kann man mich eigentlich hören? Schreib's mal in den Chat. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Aber ich glaube schon. Der Regler schlägt aus, es dürfte alles gut sein. Alles klar. Gerrit ist raus. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Gerrit für die Oberin spionierte. Haben wir hier irgendwas Schönes drin? Ein Brett. Nehmen wir mit. Eine. Mhm. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's? Okay, wir müssen... Der hört wahrscheinlich nichts mehr, oder? Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Egal, was du sagst, ich weiß ein besseres Thema. Tempelritter, sie durchstreiften die Welt vor Unzeiten. Mehr noch, sie waren überhaupt erst diejenigen, die die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück zwischen Nutella und Kaffeehaag. Kaffeehaag, ja, der gute Bekömmliche. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Also wie gesagt, eine Person kennen wir ja, die alt genug wäre, die hängt ja da hinten in der Abstellkammer. Was haben wir noch? Wir können ja nochmal hier nach unserer Birgit gucken, ob die jetzt endlich fertig ist. Klassenzimmer soll zu gehen, du. Los. Sie ist wohl immer noch nicht fertig. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Hoffe ich aber auch für Birgit. Sonst gibt's Schläge beim Zollstock. Auf die nackten Finger. Wir können ja noch mal bei Edna vorbeischauen. Gucken, was die noch so sagt. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt eigentlich noch einen Auftrag von der Oberin? Ich glaube, nur die Katze füttern, ne? Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Voll zu hardcore. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten. Sching. Hat sie vergessen. Hallo, Edna. Und? Kommst du voran? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Gerrit loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Okay. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Gerrit ein Geheimversteck in der Kapelle hat.
Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lily hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lily. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Okay, Edna? Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Die würde ich jetzt aber auch gerne nochmal hören. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Okay, die kann uns also jetzt weiter nicht helfen. Wir müssen also erstens das Rezept wieder besorgen von dem Rabauken und zweitens Frank dazu bringen, aufzuhören. Und das riecht hier gerade so... Ah, das ist so gemein. Ich habe hier das Fenster offen und es riecht so lecker nach gebratenen Zwiebeln oder sowas, ey. Oh, ey. Hätte ich jetzt gerne auch ein Stück von, ne? Gehen wir doch mal in die Kantine, wo wir gerade hier schon von Essen reden. Vielleicht hat die gute Doris ja noch was für uns. Achso, die Oberin sitzt hier auch noch. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Mit Schuss, wa? Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Na gut. Hallo, Doris. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Für fast alle. Essen für die Katze. Also langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurückhabe, bleibt die Küche kalt. Du hast ja also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberen dabei. Nee, Messer habe ich nicht. Das Rezept habe ich auch nicht. Und der Ofen? Ach, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich eh kein Essen zubereiten. Ja, aber wie sollen wir denn jetzt den Ofen anmachen? Den haben wir doch in die Luft gesprengt, aus Versehen. Shawnee. Ja. Ab ins Kloster zum Schulteich. Mal gucken, kann er uns noch was sagen? Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Sag mal, blickst du es noch? Wenn du das Rezept willst, dann müsstest du es dir schon holen. War mir klar. Du bist einfach nicht tough genug für einen Strolch wie mich. Gleich wirst du auch von so einem schönen kleinen Gnom bepinselt. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Nun gut,
der hat hier wohl nichts mehr für uns. Die Augen sagen uns auch nichts mehr. Können wir den irgendwas antun? Hier mit einem Brett? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Okay, Gewalt ist keine Lösung. Stachelschwein, Hirsch, Grizzlybär, Raufaserleinwand. Hier haben wir Obst und Gemüse und Alkohol. Was machen wir eigentlich mit den Tollkirschen? Lily wusste, dass sie nicht mit dem... Das Essen war so ein schlechter Fall. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lily immer Angst und... Ja, ja. Lily hatte gehört, dass in diesem Fall... Lily wusste, dass sie... Auch das nicht? Und wenn... Diese Original-Marashu-Niyoke-Allzweckhaarnadel war doch nicht so nützlich, wie Lily gedacht hatte. Lily liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Nie im Leben hätte sie es übers Herz gebracht, irgendwelchen Unsinn damit anzustellen. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lily liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Okay, wir haben noch Sachen, aber wir wissen noch nicht, wohin damit. Da haben wir auch nur einen Wasserhahn. Können wir damit eigentlich jetzt irgendwas anstellen? Schade. Der Lily musste ihr Werkzeug jetzt nicht putzen. Nun gut. Gucken wir nochmal in den Keller rein. Sieht ja schön aus hier. Der Ofen war schwarz und wie der Spiegel. Können wir da vielleicht den Alkohol reinkippen? Der brennt ja, ne? Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lily befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Wir brauchen wohl noch das Feuerzeug von dem Shawnee. Ach guck mal, mit Doppelklick können wir auch direkt ins nächste Bild reinspringen. Das ist ja praktisch. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lily war gerührt. Edna war Lilys beste Freundin. Da ist eine auch nichts mehr drin. Eine Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lily hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Eine... Huch, ja. Da ist auch nur dieses blöde Wollknäuel noch drin, ne? Können wir das zum Alkohol trinken? Lily hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt, aber kein Schatz war so wertvoll. Lily wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na gut, wenn sie meint. Wenn er meint. Ach gut, dann gehen wir nochmal mit dem Alten reden. Vielleicht kann der uns ja irgendwas zu den Tempelrittern sagen. Oben war der, ne? Da. Genau hier bin ich richtig. Muskete, Pfadfinder, hier sind noch. Und ein alter Greis. So, Alter, erzähl uns was. Was? Kennen wir uns? Aha. Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein.
Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Tempelritter. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Genau. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Mhm. Irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also mal sehen. Ja, mal sehen. Also Essen haben wir ja schon gefunden in der Kantine. Kokosnüsse, Äpfel, Bananen wurden alle erwähnt von ihm gerade. Die haben wir schon in der Tasche. Und wir haben auch 3 Tierköpfe oder Statuen dabei. Jetzt fehlen nur noch die Emotionen. Da hingen ja oben so ein paar Masken. Also mal gucken, wie wir die abbekommen. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die 3 E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. 4, um genau zu sein. Okay, Tipp 1. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Ich glaube, das sollte man sich aufschreiben, wa? Wo habe ich denn hier ein Stiftchen? So. Was war das? Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Mit Äpfeln ist er nie traurig, aber plus Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Oh, das wird kompliziert, ey. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Was ist das denn hier? Notizblock? Kann ich nicht anklicken? Okay. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane.
Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Alter, mir qualmt jetzt schon der Schädel. Nein, nein, keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Mhm. Das erste E steht. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke. Heldenmut! Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... für die... Okay, Tempelritter, wir müssen ihn also erstmal Gedächtnisstützen geben. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich, genauer gesagt, beantwortet, ja. Das sind... Gut, und die drei E. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Jetzt fehlt uns ja nur noch die Emotionen. Wir können ja schon mal gucken, ob wir den Apfel hier... Banane... Ach so. Emotion, dann eine Eigenschaft. Jetzt brauchen wir nur noch die Emotionen. Hey! Lass die Finger davon. Das ist meine alte... Hey, das... Okay, da kommen wir auch nicht ran. Der stellt sich aber auch an, ey. Gut, sie steckt da immer noch fröhlich vor sich hin. Können wir irgendwas Gutes tun hier? Guck mal. Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Schülerin brauchte Zeit, um über ihre Fehler nachzudenken. Also können wir jetzt gar nichts geben, oder was? Hier, guck mal. Lilly entschied, Birgit in die strebsame Na gut. Ansonsten ist hier auch nichts außer... Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Bitte, Apfel auf 1. Ne, der packt den automatisch in die dritte Spalte da rein. Wir brauchen eine Emotion und eine Eigenschaft und ein Essen. Und man kann immer nur jeweils eins aus jeder Kategorie da reinpacken in die Spalten. Kantine, Kapelle, Brunnen. Wir gehen nochmal hier hin. Hier noch irgendwas machen können. Da ist Edna und hier ist ein Stickkissen. Können wir da die Haarnadel reinstopfen? Lillys Stickereien waren zu nett. Das hatte die Oberin. Okay. Lillys Stickereien, das hatte die. Sonst ist hier auch nichts, ne? Vielleicht mal Edna ein bisschen was zeigen hier. Guck mal. Was ist das? Ist das etwa von dir? Puh. Ich dachte schon, du wärst plötzlich langweilig geworden. Na danke. Murmeln? Das ist nett von dir, aber ich brauche im Moment keine Murmeln. Ich habe meine Zwille verlegt, weißt du?
Also liegt hier vielleicht noch irgendwo eine Zwille rum, ja? Wusstest du, dass Tollkirschen so heißen, weil sie besser als normale Kirschen schmecken? Das ist ein bewiesener Fakt, den du gern all deinen Freunden weitererzählen solltest. Ja, das solltet ihr unbedingt nicht weitererzählen. Nicht doch, Lilly. Es ist noch zu früh zum Feiern. Gut, den Alkohol will sie auch nicht. Hier die Miyoroshi Nayasaki Haarnadel. Nein, danke. Haarnadeln sind zwar nützlich, aber ich vertraue lieber auf meine Zehennägel. Da könntest du mal welche von abgeben. Da können wir irgendwas abschrauben damit. Bravo, du hast ein Brett gefunden. Ich hoffe, es gehört nicht zu so einem Minispiel, bei dem man einen Fluss überqueren muss. War das eine Andeutung? Was ist das hier eigentlich? Ein Ballon? Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Mhm. Hier sind die Masken. Die will ich... Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Ich will die haben. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur... dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. War das gerade ihre innere Stimme? Vielleicht ja mit der Haarnadel. Perfekt! Jawohl. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Dann nehmen wir die noch mit. Und die letzte auch noch. Kronleuchterbefestigung. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Ja, mit der Haarnadel wahrscheinlich nicht, wa? Das wäre ja auch zu einfach. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Ja, aber auf dem Balken rumbalancieren, ne? Gut, dann haben wir jetzt auch die Masken. Dann können wir nochmal... hier zu dem alten Opi gehen. Notizblock. Ach so. Erster Tipp. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Also mit Äpfeln war er nie traurig. Und die verhalfen ihnen zu großer Stärke. Ich glaube, das ist richtig. Obwohl, können wir ja nochmal so lassen. Gibt es ja eine Spalte. Heroische Taten können nicht immer an Tagen vollbringen. An denen ich nicht traurig war. Also da und da. Aber mit Wut konnte er nie große Stärke beweisen. Also mit Wut konnte er schon mal keine Stärke beweisen, alles klar. Warte. Mit Äpfeln im Gepäck war ich niemals traurig.
sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Stärke. Also nur die verhalfen ihm zu großer Stärke. Dann müsste das ja schon mal falsch sein. Das mache ich nochmal weg. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Also, das hier geht schon mal nicht. Kokosnüsse bewahren mich für Schläfrigkeit. Also mit Kokosnüssen ist er nicht schläfrig. Wir können es auch überspringen, wenn ihr wollt. Müsst ihr nur reinschreiben. Okay. Mit Äpfeln war er niemals traurig. Gut. Und die verhalfen ihm zu Stärke. Aber zu nichts anderem. Für Stärke steht ja der Bär, ne? Heroische Taten konnte er immer nur dann verbringen, wenn er nicht traurig war. Also hier und hier. Und mit Wut konnte er keine Stärke beweisen. Aber die anderen. Oder wie? Kokosnüsse bewahren ihn vor Schläfrigkeit. Ach, ich habe mal sowas von keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Na gut, dann kann sich das jetzt nur noch um Stunden handeln, wenn ich das machen soll. Ja, irgendwelche Tipps? Mann, ich bin so schlecht in sowas. Ach, weißt du was? So. Siehst du, ich war sogar schon falsch. Okay, Banane, traurig, schläfrig. Machen wir das mal. Wo geht's hier raus? Da. Banane mit Trauer und Stachelschwein. Gut. Banane haben wir schon drinne. Und die traurige Tiki-Maske. Und Stachelschwein steht auch schon drinne. So, Alter, was sagst du? Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Hier, Gedächtnisschütze. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnis... Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche... Genauer gesagt, hat beantwortet, dass dein... Ja. Aber guck doch mal. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach. Das erste E, es zeigt mir, ob ich das zweite, ja. Es erinnert mich, das dritte E steht für Essen.
Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an... Ja, aber jetzt guck doch mal, ich hab das doch schon aufgestellt. Warte mal. Zum Glück habe ich mir extra für diese eine... Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders... Er guckt rüber. Sehr traurig. Schön. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Okay, dann versuchen wir was anderes. Dann versuchen wir es mit einem Apfel, mit Fröhlich und dem Bär. Gut, hier Apfel. Und eine fröhliche Maske. Und da ist der Bär. So, Alterchen. Was? Kennen wir uns? Aha. Ja, schon die ganze Zeit. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade... Zum Glück habe ich mir... Also, mal an dem Tag war ich besonders... fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, so war das auch doch nicht. Gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt... Da hat doch jemand... Dann muss es ja zwangsläufig das Letzte sein, ne? Kokosnuss, wütend und Hirsch. Heroische Taten mit Wut. So, was hatte ich jetzt gesagt? Kokosnuss... Wütend oder traurig? Ich guck lieber nochmal. Wütend. Die wütende Maske. Und einen Hirsch. Was? Kennen wir uns? Aha. Warte mal, zum Glück. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Später vielleicht, irgendwann mal. Gut, wir haben ein altes Buch. Das geben wir doch mal hier den Frank mal. Dann weiß er, an welcher Stelle er bohren muss. Und dann ist hoffentlich bald Ruhe. Kapelle. So, Frank, guck mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das
Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ja, garantiert. Gucken wir uns das nochmal an. Okay, wir müssen hier anscheinend irgendwelche anderen Zeichen reinpacken. Ach du Scheiße. Gut, was kommt da rein in die Felder? Ach, das ist hier gerade so klein bei mir auf dem Monitor, weil ich gerade im Fenstermodus spiele, damit ich das auch vernünftig senden kann, dass ich hier kaum die Schrift lesen kann. Fertig geschehen aufgrund statischen Anomalien. Ist das vielleicht so eine Art Sudoku? Dass man niemals irgendwie zweimal die gleichen in einer Reihe haben darf? Das probiere ich einfach mal aus. Das nicht, das nicht, das hier. Da muss es dann der sein. Da das Wildschwein. Okay. Was können wir dann hier reinpacken? Entweder wird das jetzt so rumgehen. Das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir hier... Nee, das ist... falsch. Nee, das muss richtig sein. Oder haben wir zweimal das... Nein, das ist falsch. So. So wird ein Schuh draus. Wildschwein, Wildschwein. Dann muss hier noch irgendwo ein Wildschwein sein. Ich weiß aber noch nicht, wo. Hier fehlt noch dieses Zeichen. Das haben wir aber schon... Der Löwe. Da muss hier das sein. Hier fehlt dann auch der Löwe und hier dann nur noch dieses Zeichen. Nein. So. Tatsächlich, Sudoku. Okay, was machen wir jetzt damit? Hallo. Ach so. Jetzt müssen wir es... Kann man auch immer nur an eine? Ja, an zwei Stellen kleben. Ich habe keinen Plan. Was sagt denn das Tutorial? Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Ah ja. Entweder da oder da.
Und das Ding passt hier und hier. Und das passt nur hier, wa? Ja, ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Ja, du hast das Rätsel gelöst. Blöd, Mann. Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken. Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte. Ich ahne Böses. Sehen wir gleich wieder, ja, einen lustigen Gnom. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Toll. Können wir das Schwert mitnehmen? Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Toll, wir haben Schwert. Ach, Garrett ist jetzt hier drin. Wir sollen ihn einsperren, ne? Da hab ich doch schon eine Idee. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus! Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Alles klar. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Okay, Ballon, Knallfrösche und die Widmung. Nanu, wo ist denn die andere? Oh. Hallo, Lilly. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Total. Vielleicht haben wir ja was gegen deinen schummrigen Kopf. Guck mal. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Okay, vielleicht die hier, weil die so toll sind? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Okay, die also auch nicht. Das hier vielleicht. Guck mal, ein Einhorn. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich?
Oh, wie schade. Auch nicht. Murmeln. Oh, was ist das? Auch nicht. Jetzt haben wir nur noch das Schwert. Oh, ist das Oh. Okay. Für sie haben wir also noch nichts. Was ist er denn für einer? Der sieht ja total motiviert aus. Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Ganz schön gruselig, ey. Du... Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Warum denn nicht? Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Ja, Depri McDonald, genau. lach doch mal. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Okay. Vielleicht ist er so nett und macht trotzdem... Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Was wollen wir denn haben? Pudel, Giraffe, Pterodactylus, Schraubenschlüssel, Menschen-DNA, Hypercube. Okay, ich ahne etwas. Ich bin echt mal gespannt, ob das klappt. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Also wenn das klappen soll, dann... Dann weiß ich auch nicht. Zigaretten. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Dr. Marcel? Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Wir waren das nicht. Klempner. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Passt doch. Schon gut, schon gut. Ich kenne diesen Blick. Du willst noch einen Ballon, richtig? Aha. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Oh, na gut, dann machen wir uns... Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Okay, wenn das jetzt wirklich klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ihr ahnt vielleicht schon, was ich vorhabe. Na? Wollt ihr noch Wetten abschließen? Mir egal. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Das gibt's doch nicht, ey. Die
Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ach Mensch, Leute. Ich höre schon wieder vergnügte Pinselstriche. Oh ja. Ja, dann hat sich das anscheinend jetzt ganz erledigt mit seinem Job als Seelenklempner. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Zigaretten. Die können wir uns mitnehmen wahrscheinlich, ne? Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Ey, wer das Spiel programmiert hat, ne? Oder die Story geschrieben hat, der gehört doch eingewiesen, ey. So. Guck mal, Shawnee, ich hab ein Ritterschwert. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Nun gut, können wir eigentlich hier den Ballon? Lilly durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Gut, nichts abplatzen lassen, aber die Zigaretten vielleicht? Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy, aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher, was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Mhm, super tough. Ja, was machen wir denn nun mit ihm? Können wir ihn erschrecken? Lilly durfte... Will davon nichts sehen, Johnny, schieb, Lilly muss... Wir müssen auch noch irgendwie den Baum da hinten wegmachen. Und was war das noch? Den Luftballon haben wir jetzt. Die Widmung im Baum muss weg. Was war denn noch das dritte? Ich erinnere mich. Ach, die Knallfrösche, genau. Nee, in die Kapelle gehen wir jetzt nicht, in die Kantine. Gucken, was die hier so sagen. Die sitzen immer noch rum. Ach, warte mal, die Doris, die wollte doch ein Messer haben, ne? Vielleicht akzeptiert sie ja auch ein Schwert. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Oh, oh, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Okay, das will sie offenbar nicht haben. Hier, hast einen Ballon. Was soll das? Warum? Das hat in meiner genauso... Also verschwinde. Oh, ich brauche... Gut, den lässt er auch nicht zerplatzen. Will die vielleicht ein paar Zigaretten zur Beruhigung? Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat genau... Also... Ich brauche... Sollen wir die mal der Oberen zeigen? Versuchen wir es einfach mal. Für die Oberen zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Na gut. Dann gehen wir nochmal oben hin. Und, was hast du so? Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Oh,
Also ist er gar nicht in sie verknallt, also in Shai. Gut, das macht ihn natürlich zu schaffen. Ich glaube, ich ahne, wer als nächstes sterben wird. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Ihr seid so gestört. Was zur Hölle, ey. Boah. Die arme Birgit. Gut, Birgit wäre damit auch erledigt. Ich glaube, das Spiel ist erst vorbei, wenn wir hier alle umgebracht haben, ey. Oder in den Tod getrieben haben. Gut, gehen wir nochmal wieder in die Kantine. Wir haben jetzt das Puma-Banner. So. Tada. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Will die wirklich zu Birgit gehen? Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick-Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Sag mal, mehr. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Merkt die Alte nichts mehr? Guck mal, die hängt da am Seil und... Ja. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Guck mal, eine Torte. Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können, so sehr freute sie sich für Birgit. Können wir uns ein Stück von nehmen? Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Vielleicht ein Stück abschneiden hier. Diese Torte Lilly. Okay. Können wir dann die noch ein bisschen garnieren? Diese Nein. Schade. Okay, wir haben ein Pfadfinderabzeichen. Vielleicht können wir jetzt dem Alten vorgaukeln, dass wir waschechte Pfadfinder sind. Und dann einfach mal hier die Muskete nehmen. Hey! Lass die. Das ist meine alte. Dann. Ja, aber guck mal hier. Ein Pfadfinderabzeichen. Aber das ist doch, das ist doch, du siehst richtig, das Alter. Goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha! Da leckt mich doch einer an meinen
an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Schlaf ruhig weiter. Ich bediene mich dann mal so lange. Yeah, wir haben eine Muskete. Was haben wir hier noch? Ein Messer. Schön, schön, schön. Gut. Truhe wieder zu. Geben wir doch erstmal hier das Messer ab an die Doris. Doris, ich komme. So, Doris, guck mal, was ich hier Schönes habe. Was hast du da? Ist das etwa... Ist das mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja, die Jugend von heute ist verdorben, wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwie damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier. Nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Messer sind gefährlich, aber Motorsägen sind okay. Gut. Lilly würde keinen Unsinn mit der Motorsäge anstellen. Als pflichtbewusstes Mädchen wusste sie, dass man nicht einfach drauf lossägte. Sie würde bis nachts warten, wenn sie niemand störte. Ja. Natürlich machen wir damit keinen Unsinn. Versprochen. Gut, wo wollten wir jetzt noch hin? Ach ja, wir haben ja noch einen Liebesbrief. Dann gehen wir mal hier oben in den Schlafsaal rein. Mal gucken, ob die Scheider noch ist. Das ist Schei, ja. Gut. Liebesbrief. Guck mal. Ist für dich. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Schei das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Schei den Brief doch zu geben. Aha. Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Glück nennst du das. Oh Mann, Lilly. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Kapu. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Kapu auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Vielleicht mag sie ja... Hier, nee, das Schwert, das wollte sie ja nicht haben. Wir müssen mit Shibuya. Naja, gucken wir das nochmal. Können wir Kapu mal erzählen, dass wir den Brief ordnungsgemäß übergeben haben. Dann schauen wir, was er dazu sagt. Ach, die ist schon da. Wann hat die uns denn überholt? Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheiß Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Ja, so ist das mit der Liebe. Gut, aber wir haben noch die Motorsäge. Vielleicht können wir damit ja hier... Ednas Widmung aus dem Baum rauskratzen. Ach, Shawnee. Shawnee, guck mal. Eine Muskete. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen... Naja, nicht... Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Das war schon mal super. Jetzt schießen wir aber nicht Shawnee damit ab, oder? Shawnee schien nicht. Lilly muss. Nun gut.
Oh, ich ahne Böses. Ich ahne echt Böses. Ne? Die Idee war gut. Leider fehlte das Benzin für die... Benzin, aber wir haben doch Alkohol. Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Gut, wir haben eine funktionierende Motorsäge. So, die Widmung ist raus. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Das war jetzt... was war denn das noch? Ich hab schon wieder vergessen. Ach ja, die Knallfrösche. Dafür liebte Lilly den Garten. Täglich gab es neue Tierlaute zu hören. Tierlaute, mhm. Okay, wieder eine weniger. Das ist schon wieder so ein lustiger Gnom. Gut, das war's dann mit der. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Siehst du, so unwichtig war die. Shawnee, guck mal. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher, was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Nun gut. Ansonsten vielleicht... Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine Bra... Hau ab, bevor das schlimm... Ja, den Text, den kennen wir ja schon. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Apropos Schießen, ne? Sag mal, blickst du es noch? Wenn du das Rezept willst, dann müsstest du es dir schon holen. War mir klar. Du bist einfach nicht tough genug für einen Strolch wie mich. Was ist das? Holzklotz. Ansonsten... Termiten. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Mhm, denke ich auch. Gut, gucken wir mal weiter. Ist vielleicht noch was in der Kapelle? Ist er da mittlerweile rausgekommen? Was hat hier gerade so... Ist das normal? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Okay, sonst ist hier auch nichts mehr. Ach, da waren ja noch die Böller da oben, ne? Guck mal. Was haben wir denn hier? Gargoyle? Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Schuluhr. Können wir die irgendwie kaputt machen? Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Hm, aber anscheinend, ne, wenn es jetzt noch ein bisschen später wird,
ja, genau. Na, sind die jetzt schon... Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh Mann. Jetzt ist doch eigentlich gar keiner mehr übrig, außer Shawnee, oder? Aber guck mal, wir kommen an die Knallfrösche ran. Das ist ja super. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Ja, wahrscheinlich. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ja, das wird aber wahrscheinlich hier irgendwo sein, oder? Können wir das nicht mitnehmen? Lilly hatte keinen Tat. Die Ober... Aber selbst... Knallfrösche, Holzklotz. Na gut, aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder hier so eine Aufgabe von Edna abgeschlossen. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir für heute Feierabend machen. Ich speichere das Spiel und gehe runter vom Stream und wir werden uns dann morgen um 19 Uhr wiedersehen. Mit World of Warcraft. Ich zusammen mit Star. Wir sind jetzt, glaube ich, Level 50. Und dann... Dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Also wenn ihr mitspielen wollt, wir haben immer Plätze frei, ihr müsst nur auf unserem Level sein. Ja, ansonsten schön, dass ihr zugeschaut habt. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.